Wie du im Titel schon gelesen hast, geht es heute nochmal um die Frage, wie man einen Subwoofer an einem ganz normalen Stereoverstärker anschließen kann, der eigentlich gar keinen Subwoofer-Ausgang hat, sondern eigentlich nur für zwei Lautsprecher zum Anschließen. Das war's. Wie kann man da denn jetzt einen Subwoofer anschließen, wenn er über solche Klemmanschlüsse nicht verfügt? Da gibt es sogenannte High-Low-Adapter, die eigentlich in dem Kfz-Bereich sehr viel Verwendung finden, weil da die serienmäßigen Radios meistens nicht über einen Subwoofer-Ausgang verfügen, so dass man einen aktiven Subwoofer anschließen kann. Aber das Ganze kann man natürlich auch zu Hause wunderbar verwenden. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ich packe euch diese Ausführungen einfach mal unten in die Videobeschreibung rein. Das muss jetzt nicht Gott weiß was für ein high-mäßiges, teures Gerät sein. Es reicht auch ein normales, einfacher High-Low-Adapter. Aber die Arbeiten, die ihr dabei ausführt, die sollten schon ordentlich und gewissenhaft sein. Denn ansonsten könnte das dazu führen, dass der Subwoofer brummt. So, wie schließen wir das Ganze an? Das erfährst du in diesem Video. Dranbleiben, dein Speakerschocker. Im Normalfall, wenn ein aktiver Subwoofer solche Anschlüsse noch hat, ist es ja so, dass wir mit dem Lautsprecherkabel erstmal hier in den Eingang gehen und dann raus zu den eigentlichen Lautsprechern. So wird der Subwoofer dann auch mit dem Musiksignal versorgt. Er nimmt dabei aber nur das Signal ab und das wird dann von der eigentlichen Endstufe verstärkt. Aber jetzt müssen wir uns einfach mal vorstellen, er hat diese Anschlüsse nicht. Denn so sehen ja einige oder die meisten aktiven Subwoofer heutzutage aus. Wie zum Beispiel der JBL ES250BW. Wir müssen uns jetzt einfach hier diesen Verstärker mal als reinen Stereoverstärker vorstellen. Das heißt, wir haben einfach hier Lautsprecherausgänge links, rechts und fertig. Dabei haben die meisten Stereoverstärker auch noch einen sogenannten Satz B, dass wenn man den einschaltet, dass man dann noch quasi ein zweites Pärchen Lautsprecher einschalten kann. So findet man das meistens hinten vor. Lautsprecherausgänge, zwei Lautsprecher angeschlossen, fertig. Wie kriege ich denn jetzt einen Subwoofer angeschlossen, der nur über Cinch-Anschlüsse verfügt und der Verstärker über keinen separaten Subwoofer-Ausgang verfügt? Da kommt jetzt ein sogenannter High-Low-Adapter ins Spiel. Denn wir greifen uns hier auf der einen Seite das verstärkte Lautsprechersignal ab und auf der anderen Seite kommt ein schwächeres Signal wieder raus, welches wir dann weiter zu dem Subwoofer-Eingang leiten können. Denn würden wir hier jetzt über die Cinch-Eingänge ein verstärktes Signal reingeben, das macht der Subwoofer nicht lange mit. Da wird dann hier die Vorstufe irgendwann sagen, ne, das war's und tschüss. Ich schließe das Ganze jetzt hier einfach mal beispielsweise an, wenn der Verstärker über einen Satz B-Anschluss verfügt. Das ist ganz einfach. Den High-Low-Adapter habe ich jetzt einfach mit den Lautsprecheranschlüssen hier richtig an die Klemmen des Verstärkers angeschlossen. Aber Achtung, der Hersteller hat hier Plus und Minus gekennzeichnet. Das solltet ihr bei dem Verstärkeranschluss beachten. Jetzt können wir den Subwoofer einfach mit einem Cinch-Kabel verbinden. Hier kann ich jetzt allerdings den roten Anschluss nicht anklemmen, weil der Kollege, der hat hier so einen Pin abgebrochen, der steckt noch da drinnen. Darum können wir es hier jetzt nicht anschließen. Aber im Normalfall kann man das ja hier dann anschließen. Und die anderen Anschlüsse, die tun wir hier einfach mit verbinden. Und dann war es das mit der Anschlussarbeit schon. Hier geht jetzt das Lautsprechersignal raus in den High-Low-Adapter, wird quasi verschwächt, geht dann hier ganz normal zum Subwoofer wieder rein, das schwächere Signal. Jetzt probieren wir mal, ob es geht. Wir schalten den Subwoofer einfach mal ein. Verstärker einschalten, Eingang wählen. Ich wähle jetzt hier einfach mal AUX aus und dann nehme ich mir mein Tablet. So, Lautstärke auswählen, das läuft schon mal. So, jetzt schalten wir mal den Subwoofer hinzu, denn wir erinnern uns, wir haben den ja hinten an den Lautsprecherausgängen Satz B angeschlossen. Das heißt, der High-Low-Adapter müsste jetzt in Kraft treten und den Subwoofer mit dem Signal versorgen. Das tut er und funktioniert auch. Musik.
Das funktioniert soweit schon mal. Aber was ist denn, wenn ich den Satz B gar nicht habe, sondern wirklich nur zwei Lautsprecherausgänge für zwei Lautsprecher? Was mache ich denn dann? Ja, das zeige ich dir auch noch. Auch wenn das jetzt ein bisschen wüst aussieht, ich habe einfach jetzt den Hi-Lo-Adapter parallel an den Lautsprechern angeschlossen. Der Anschlusswiderstand ändert sich dadurch ein wenig, aber das ist sehr, sehr gering. So greift er jetzt auch das Signal wieder ab und leitet es wie vorhin einfach zum Subwoofer weiter. Nochmal ein kurzer Test. Auch das funktioniert tadellos. Ja, liebe Leute, wie ihr gesehen habt, ist das Ganze eine ziemlich einfache Sache. Wir greifen also das Lautsprechersignal, egal wo, einfach ab, leiten es in diesen Hi-Lo-Adapter rein. Der macht das Signal dann schwächer, sodass wir es dann über den Cinch-Eingang des Subwoofers wieder reingeben können. Denn wie gesagt, wenn wir da ein schon verstärktes Signal vom Verstärker oder vom Autoradio reingeben würden in diesen Cinch-Eingang vom Subwoofer, das macht er nicht lange mit. Ich verlinke euch so ein Teil einfach mal unten in die Videobeschreibung. Das, wie gesagt, muss kein teures Gerät sein. Ihr könnt auch einfach mal bei euch in irgendeinen Elektrofachmarkt gehen. Die gibt es für kleines Geld. Da ist manchmal die Lieferung teurer als das eigentliche Gerät. Und wie gesagt, wenn ihr gar keine Möglichkeit habt, einen Subwoofer an eurem Verstärker anzuschließen, dann ist das sicherlich eine sehr gute Lösung. Als nächstes gibt es dann für euch die Soundchecks mal wieder. Ich wollte eigentlich ein Video über Beleuchtungssysteme machen, aber da gibt es noch ein bisschen Lieferungsschwierigkeiten, so dass ich mit diesem Projekt noch nicht ganz fertig geworden bin. Darum verzögert sich das Video diesbezüglich und darum kommen erstmal eure Soundchecks. Und dann werden wir mal weiter gucken. Wenn du das nicht verpassen willst, kannst du mich gerne abonnieren. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bleib gesund und munter. Bis dahin, dein Speaker Shocker. Ciao, ciao.